Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge Breaking Point in der FN 2021. Jetzt habe ich's. In Österreich. Die Rivalität geht weiter zwischen Eckermann und... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Typ heißt. Jax, danke. Meine Güte. Also Schlägerei, Prügel und verbale Auseinandersetzung. Wir kennen das. Da links... Oh, genau. Handschuhe nochmal ausziehen. Links unten im Bild seht ihr Coffee. Einmal in Gelb, einmal in... Pink. Also meiner ist schwarz. Prost. Pur schwarz. Kein Zucker, keine Milch. Bleib hier. Mann! So. Ja, das interessiert mich nicht. Wir haben ein paar neue Nachrichten. Bla bla, AB Rücktritt. Von so einer eventuellen Vertragsverlängerung. Bla, etwas verärgert. Bla, weil, bla bla. Viel Glück und viel Segen. Wettervorhersage. Bla. Schönstes Wetter wie immer. Weiter. Go to Race. Österreich. Ich freue mich. Bin mal gespannt, wie viele Kapitel das sind. Ich weiß nicht, wie ich auf 10 gekommen bin. Ach so, Kapitel 11. Nach einem schlechten Start findet Casper Ackerman sich am Ende des Feldes wieder. Doch der Einsatz des Safety Cars gibt ihm die Chance, in den letzten Runden noch ein paar wichtige Plätze wieder gut zu machen. Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Der Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken. Ich versuch's. Oh! Ah, das Safety. Alter, ich kotze ab mit diesem scheiß Lenkrad! Mann, was ist das denn? Das wird immer mehr in letzter Zeit. Ah, mal sehen, wie lange das gut geht. Hole das Feld ein, bevor der Safety Car reinkommt. Das fährt dann eine ganze Runde. Das ist ja mal die easieste Challenge ever. Ich sehe das Feld doch schon. Oh, Jackson hat einen DNF. Gute Arbeit, Kasper. Versuch auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Okay. Okay. Aber jetzt mal eine ganz dumme Frage meinerseits. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Boah, das würde ich jetzt am liebsten ausprobieren. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ich probiere mal was aus. Ich starte mal neu. Ist ja egal jetzt. Müsste eigentlich... Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Der Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken. Ich versuch's. Ja, bla bla, so das Ganze jetzt nochmal.
Das sind schon frische Reifen, die drauf sind. Also ich war anscheinend in der Box während der Safety-Car-Phase. Okay, das klappt. Los, fahr jetzt. Okay. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Freunde, ich spiele das Spiel so, wie ich das will. Nicht wie der Breaking Point Bonus mir das vorgibt. Ich hatte mich schon gewundert. Ey, 9 Runden, also 8 Runden, wenn das Safety Car dann drin ist. Mit gelben Reifen? Never. Ich mach da mit roten Reifen. Das reicht gerade so. Gute Arbeit, Kasper. Versuch auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Die Space Car, das fährt jetzt noch eine Runde rein? Ich quatsche, noch eine Runde? Moment, stand da nicht, gerade im ersten Versuch, stand da nicht, dann das Space Car kommt rein? Hä? Okay, ich nichts verstehen. Ja, Meister. Aber die fahren so langsam. Wo ist eigentlich Devin? Ich muss da wissen, wo mein Ziel ist, was ich rausschieben muss. So, Safety Car kommt rein in dieser Runde. Ja gut, ich meine, es wäre letztes Mal in der zweiten Runde gewesen, aber gut. Wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ja, Meister. Mich würde mal interessieren, ob die in echt auch dem Fahrer die ganze Zeit so sagen, du weißt schon, ab wann man überholen darf und so weiter und so fort. Das weiß man doch. Ich fand es übrigens früher cooler, als man ab der Pacecar-Linie überholen durfte. Was irgendwo jetzt hier gleich der Fall sein sollte. Hier, glaube ich, durfte man. Ab da durfte man schon überholen. Da konnte man hier schon in den Kurven richtig Plätze gut machen. Aber wahrscheinlich aus dem Grund haben sie es auch dann weggelassen. Jo, schiebt er sich noch da rein. Ey.
Das läuft ja gerade wie geschnitten Brot hier. Was doch, Butler? Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, lief doch ganz gut. Aber ich glaube, den Ricciardo, den kriege ich nicht mehr. ...3,7 in einer Runde? Nee, das ist unwahrscheinlich. Ach guck, die Reifen wäre erst rein, also... Gelb wäre viel zu übertrieben gewesen. Oh! Max, super Max, Max, super Max, 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 super Max, Max, super. Nee. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte. Ganz im Gegensatz zum anderen Alpha Tauri-Fahrer Aiden Jackson, der nicht einmal ins Ziel gekommen ist. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung. Und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Naja, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, ist die Stimmung bei Alpha Tauri zurzeit alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Heute gab es für Sie offensichtlich Höhen und Tiefen, Kaspar. Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Ja, es war heute nicht einfach. Irgendwie war ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Also bin ich froh, dass ich ein paar Punkte holen konnte. Das Safety Car hat mir eine gute Gelegenheit gegeben, alles zum Besseren zu wenden. Also ja, ich bin ziemlich zufrieden. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass Sie nur so gut abgeschnitten haben, weil Sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Ich glaube, Devin hat manchmal Schwierigkeiten, Ergebnisse zu akzeptieren, die ihm nicht gefallen. Wir wissen zwar alle, dass das Safety Car ein Rennen auf den Kopf stellen kann, und heute war das nicht anders. Aber wenn Devin sich die Wiederholung ansieht, wird er sehen, dass nicht Glück am Steuer gesessen hat, sondern ich. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Ja, ich bin auch nicht sicher, was heute das Problem war. Aber er muss sich wirklich verbessern. Zum Wohl des Teams. Beide Fahrer müssen Punkte sammeln, nicht nur einer. Klasse, das war dann alles. So, erstmal voll auf Konfrontationskurs. Hätte ich mit Jackson IO machen müssen. Das Safety Car wurde für Ackermann zum entscheidenden Faktor, denn es half ihm dabei, einen schlechten Start in einen beeindruckenden Abschluss unter den besten 10 zu verwandeln. Und ich hatte auch schon verdammt oft Glück mit dem Safety Car, vor allem in der Liga. Eieiei. So, kommt jetzt noch ein Anruf oder kommt jetzt kein Anruf? Natürlich, wer ruft an Mormneb rein? Ach nee, Morm ist das ja gar nicht. Kaspar, hast du kurz Zeit? Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich hier mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist. Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. Jo, Meister. So, wo ist jetzt die Cutscene? Ich möchte eine Cutscene haben. Also keine Katze, sondern eine Cutscene. Keine Ahnung. Ist das da oben DC? Ne, das ist nicht DC. Naja, was soll's. Komm. Next one. Ah! Kaspar. Was gibt's? Wir müssen jetzt mal was klarstellen. Setz dich. Was klarstellen?
Aiden denkt, dass du seinetwegen zurücktrittst. Tut mir leid, Kaspar. Ich respektiere dich, sehr sogar, und ich will nicht, dass du zurücktrittst. Ich habe das alles gar nicht so gemeint. Und du sollst wissen, dass, wenn du meinetwegen in den Ruhestand gehst, ich... Bitte sag's ihm. Diese Unsicherheit ist nicht gut für seine Leistung. Ich trete nicht deinetwegen zurück. Aber alle sagen, dass... Ich trete nicht deinetwegen zurück. War das alles? Nein. Du gibst ihm jetzt 2 Minuten deiner Zeit. Brian, ich bin doch nicht sein Psychiater. 2 Minuten, Kaspar. Mehr nicht. Alle sagen... Alle reden zu viel. Hey, ich trete nicht deinetwegen zurück. Ich hab's Brian schon nach Sanford gesagt. Tut mir leid, dass du es so erfahren hast. Es ist hart. Ja, manchmal. Die Presse. Social Media. Ich weiß nicht. Wie schaffst du das alles? Hör zu, es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die tun können, was wir tun. Ja, ich weiß, aber... Eine Handvoll? Du darfst nie, niemals vergessen, was für ein Glück du hast, hier zu sein. Verstanden? Vergiss das nicht. Hey, Kaspar? Ja? Vergisst du es manchmal? Manchmal. Das passiert uns allen. So, sind wir jetzt Best Friends Forever oder was? Kasper and Jackson? Oder wie heißt ich? Jackson. Ich komm. Kaspar Jackson. Nee, Kaspar Ackermann und Jackson. Meine Fresse, mit den Namen habe ich es aber auch. Oh, Belgien, Kapitel 2. Die Saison von 21 geht weiter und die F1 ist im geschichtsträchtigen Spa-Francorchamps gelangt. Kaspar Ackermann, gute Form hat weiter angehalten und AlphaTauri hofft, dass beide Fahrer dieses Leistungsniveau aufrechterhalten können. Wie wir alle wissen, gab es den Grand Prix von Belgien nicht. Also offiziell schon, aber ne, den gab es nicht. Also fahren wir jetzt auch keinen. Ich wünsche mir jetzt strömenden Regen und 2 Runden hinterm Pacecar. Nein, natürlich nicht. Es regnet wirklich. Wollt ihr mich verarschen? Es regnet wirklich. Okay, ich hätte gerne eine Red Flag am Ende des Rennens. Rennabbruch wegen zu starkem Regen. Ist zwar da nicht 100% der Realität entsprechend, aber hey, besser als nix. So, ich habe kein Belgien-Setup, das heißt, ich muss noch mal kurz ein bisschen was tun. So, Setup ist geladen, aber hier fehlt noch was. Ach so, warte mal, Regen, ja. Ja, da können wir auf Rot starten, da brauchen wir nicht auf Gelb starten. Das sollte eigentlich reichen. Let's do it! Wiederhergeben, das Überholmanöver war regelwidrig.
Läuft doch ganz gut so die erste Runde. Okay, Bloschimo, da sollte man möglichst nicht über euch. Das ist. Ja, 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 Bloschimo, da kann man nicht überholen. Das hat schon damals Luciano Botti kennengelernt. Das ist keine gute Idee. Allerdings ist der dann ohne Frontflügel einfach geradeaus mit Vollspeed in die Bande geknüppelt. Ist mir jetzt nicht passiert. Ich habe es ein bisschen eleganter gemacht und einfach den Rest des Feldes mit in den Unfall reingezogen. Nice. Aber guck mal, was für ein Drift. Oh, dann kommt der Alpine daran. Und dann nehme ich den Ferrari mit. Und dann den Haas. Und dann drehe ich mich nochmal. Und den anderen Haas auch noch. Beide Haas getroffen. Ah, ich fand's lustig. Ich habe noch überlegt. Bloschimo? Nein, machst du nicht. Ja, dann war es aber schon zu spät. Dann kam ich auf den Curb. Dann habe ich mich gedreht. Und dann krach Bum Schepper. Und den Rest habt ihr gerade gesehen. Alles klar. Yo! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der da durchzieht, aber gut, nice one. Wir rechnen mit Regen in ein paar Runden, Kasper. Das war scheiße! Wurde Regen vorhergesagt. Ja, habe ich das jetzt noch gesaved? Okay. Wir können ja schon mal vorbeugend auf Inters gehen. So, diesmal klappt das. Diesmal klappt das. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Nein! Shut up! Ich fahr durch. Das waren zumindest die Worte Norris. Was lernen wir daraus? Besser auf Inters gehen. Ey, fährt der ohne Flügel? Nee, das ist ein Mercedes-Motor. Oh ja, die Bedienung... Halt die Klappe! Oh Gott. Ich komme in die Box, Jungs. Die Reifensituation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind. Aber sie machen es nicht mehr lang und es wird schwierig für dich sein, sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Die Intermediates sind bereit, wenn du sie brauchst. Da vorne ist Norris, der kommt nicht rein. Bestätigt, du kannst am Ende...
Hoppla. Gut, dass der Schaden nicht auf Simulation steht. Aiden kommt an die Box. Aiden muss jetzt warten. Ist mir doch egal. Komm, mal hin. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. So, jetzt nicht durchbeschleunigen, dann bin ich raus. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Hamilton ist hinter mir. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Ja, läuft doch. Zweiter Platz. Und ich weiß gar nicht, wo ich gestartet bin. Habe ich vergessen. Ja, ich würde sagen, Bottas kann nix.
Die generelle KI kann nichts. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Hä? Ist der doof? Ah, der will auf Heavy Reds gehen. In der letzten Runde Momente der anderen Autos angesehen. Die Intermediates tun sich definitiv schwer. Vielleicht ist es an der Zeit für die Komplettregenreifen. Vielleicht hätte ich auch durchfahren können, ich weiß es nicht. Verliere ich 2-3 Runden pro 2-3 Sekunden pro Runde. Hätte wahrscheinlich aber gereicht. Naja. Los, fahr jetzt. Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Ja, sind alle reingekommen, alle. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Oh, ich habe eine Sekunde auf Bottas aufgeholt. Also durch Rouge kommt er irgendwie schneller durch als ich.
Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. So aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. What? In Kürze ist es wieder trocken. Jeff, du rauchst zu viel falsches Zeug. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich komm an den nicht vorbei, beziehungsweise ran. Also ran schon und nicht vorbei.
Großartiges Rennen. Geschafft. Gut gemacht. Und Alpha Tauri ist wieder in den Top 5, Stefan. Trotz all des Dramas haben sie nach und nach ordentlich Punkte sammeln können. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet, aber wenn man sich die Tabelle ansieht, machen sie sich besser, als man denkt. Unterhaltsam war Alpha Tauri diese Saison auf jeden Fall, wenn auch nicht immer nur aus positiven Gründen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wo sie am Ende der Saison stehen werden. Unsere Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Alpha Tauri hat bemerkenswerte Arbeit bei der Ausbildung neuer Talente geleistet und sie heute den Sieg nach Hause fahren lassen. Das ist ein positives Zeichen für die Zukunft dieses Sports. Oh, gut, dass die Rennleitung das DRS noch aktiviert hat. Ich glaube, das hat mir auf den letzten paar Metern gerettet. Das waren Tausendstel. Leider kann man es nicht mehr sehen, das Ergebnis. Aber das war, da war nicht viel. Trotz der schwierigen Bedingungen liefert Casper Ackermann beim Grand Prix mal wieder eine beeindruckende Leistung ab und schafft es erneut nur die besten 5. Ich habe gewonnen, nicht besten 5. Ich meine ja nur, das Team kann diese Saison wieder mithalten. So gut warst du. Ja. Du wolltest doch am Höhepunkt deiner Karriere abtreten. Wie viel mehr kannst du da noch verlangen? Auch was? Hm? Was ist? Nichts. Was? Nichts? Alles okay. So gut bist du schon lange nicht gefahren. Du hast Spaß auf der Strecke, machst ordentlich Punkte. Und trotzdem schmollst du? Ich schmolle überhaupt nicht. Was ist das? Hier, so. Na gut. Es geht um Aiden. Was ist mit ihm? Es geht ihm noch nicht besser. Ständig ist er betrübt und nervös und zaghaft. Als hätte er Probleme. Ich dachte, du wolltest ihn ignorieren. Ja, aber er ist fast noch ein Kind. Er braucht Hilfe. Von dir? Naja, wie viele Rennen bleiben mir noch? Worauf willst du hinaus, Kaspar? Sagen wir, ich hab noch 3 oder 4 Monate zu fahren. Was, wenn... Sag schon. Ach, vergiss es. Nein, komm schon. Du lachst mich aus. Nein, versprochen. Es hört sich dämlich an. Was denn? Was, wenn ich... Oh mein Gott. Was? Du bist weich geworden, nicht wahr? Ich wusste, du lachst mich aus. Du willst also die Formel-1-Welt verbessern, bevor du zurücktrittst. Du willst dem Team helfen und Aiden, egal was aus deiner Karriere wird. Wäre das so schlimm? Kaspar Ackermann hat also doch ein Herz. Das muss ich der Presse sagen. Komm, Zoe, ich mein's ernst. Wäre das so schlimm? Was schwebt dir vor? Red Bull hat nächste Saison eine freie Stelle. Und manche sagen, er hat eine Chance. Das ist sein Traum. Und du kannst da was tun? Ich weiß es nicht. Ackermann hat wohl doch ein gutes Herz. Er möchte jetzt den kleinen Casper, Jackson helfen. Das habe ich wieder vergessen. Wie heißt der Typ, Mann? Ich komme langsam hier, ich raste aus. Aiden Jackson. Meine Fresse. Ja. Ist ja schön und gut alles. Alles klar. Das war's für diesen Sonntag. Kapitel 11 und 12. Dann kommen, weiß ich nicht, nächste Woche 13, 14. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es bleibt spannend. Spannend in Anführungszeichen. Schönen Sonntag. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier im Breaking Point Modus. Und irgendwo läutet gerade eine Glocke. Tschüss.